sorry, jetzt bin ich gerade auf den Aufnahmeknopf gekommen. Also, wo waren wir bei Simulator? Rennen. Also nochmal, also für jeden Scheiß habe ich ja schon erzählt, es gibt Chirurg-Simulator. Gibt es den Klo-Simulator 2008. Den wollte ich eigentlich let's playen, aber gibt es leider irgendwie nicht mehr. Habe ich schon versucht zu bestellen irgendwie. Kannst du schön sehen, na, holen wir die Scheiße da raus, jawohl. So, ich glaube, das schaffen wir auch nicht mehr, weil 5 Stunden, 4 Stunden jetzt nur noch, 4,5, sagen wir mal. Aber hier steht ja schon Rostock angeschrieben. Ich finde, das zieht sich so ewig da oben hin. Ich meine, jetzt ist es ja nicht mehr weit, aber das zieht sich unheimlich. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht schaffen wir es ja. Also wie gesagt, ich habe 116 GB frei. Wenn Speicher voll ist, ist Speicher voll. Nee, aber weißt du, dann habe ich gleich mal ein paar Parts hintereinander, wenn ich so, was ich eine halbe Stunde, Stunde aufnehme. Pro Part 10 Minuten mache ich 6 Parts. So what? Kann ich nach und nach entweder 6 hochladen, nacheinander, oder ich lade die 6 auf einmal hoch, stelle sie dann auf privat und dann werde ich pro Tag immer so 1, 2 freischalten. Ist irgendwie ein bisschen die einfachste Variante. Habe ich eigentlich auch geplant, dass ich so mal ein paar Minecraft-Parts, Zelda-Parts und so hochlade von meinen ganzen Projekten halt, die auf privat stelle und dann pro Tag halt immer ein Minecraft, eins davon, dass ihr auch immer gut versorgt werdet, hoffentlich. Weil momentan, ich wundere mich, ich weiß ja nicht, wie viel von meinen 80 Abonnenten meine Videos schauen, also im Durchschnitt vielleicht so 9 oder 10 bis 15. Also da hätte ich viel lieber gern irgendwie so 30 oder 40 Abonnenten oder noch weniger. Aber dann wirklich auch welche, die meine Videos schauen regelmäßig. Anstatt so 80, die einfach nur so, weißt du, so aus Mitleid so drauf drücken auf den Abonnieren-Knopf und dann Scheiß drauf, da kommt eh nicht groß raus. Na, mal schauen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber bei ein paar Leuten muss ich mich auch bedanken. Oder bei den ein paar Leuten. Da weiß ich ja, dass sie wirklich meinen Kanal verfolgen. Hebe ich mir vielleicht auch für mein Einjahres-Special. Ist ja nicht mal lange hin. Bis Oktober. Am 21.10. habe ich diesen Kanal ja eröffnet. Am 11.11. dann mein erstes Video hochgeladen, mein Vorstellungsvideo. Und dann kam mein erstes Let's Play, ja, Super Mario 64. Ja, ich habe mir da erstmal was ausgesucht, ein Let's Play, was nicht so kompliziert ist, und es hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Ich meine, ich hätte auch mit einem schwierigeren Let's Play anfangen können, aber nö, die Entscheidung fiel auf Mario. Da konnte ich mich auch erst nicht entscheiden, ob Mario oder Zelda. Habe ich gedacht, so Zelda, nee, das hebst du dir nochmal auf, das ist jetzt so, das ist so deine Geheimwaffe. Zelda-Parts kommen dann auch wieder. Demnächst. Falls ihr darauf wartet und gespannt seid. Es sind ja schon zur Hälfte durch eigentlich, sind jetzt im Schattentempel. Ich glaube, ganz am Anfang sind wir da noch. Geradeaus. Ja, und dann bei Mystical Ninja Starring Goemon hoffe ich einfach da drauf. Tja, dass es viele Leute noch nicht kennen, vielleicht haben es von euch schon ein paar gezockt, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool gemacht, sehr geil. Geil. Und, ja, wo war ich jetzt? Ja, also das Spiel ist auf jeden Fall sehr cool von der Grafik her. Klar, die Figuren und so, die Landschaft, fast 3D alles. Bis vielleicht auf ein paar einzelne Stellen merkt man, dass es noch 2D ist. Aus Hersteller Konami, Japan, japanische Qualität. Aber es ist wirklich sehr geil gemacht. Beim ersten Mal, als ich das zurückgezockt habe, habe ich... Ah, geil, ich habe mein Auto angefahren. Ja, wenn der nicht aus dem Weg geht. Hier, ihr könnt ja auch...
hätte auch hupen können. Oh, jetzt sind wir ein bisschen beschädigt. Ein bisschen beschädigt. Müssen spenden können wir eigentlich auch noch mal gehen. Falls jetzt noch mal eine Raststätte kommt. Nein, aber wir sind auch gleich da. Ja, sind auch gleich da. So, der Fahrbahnverlag verändert sich. Das ist auch cool. Das haben sie neu gemacht. Das war beim Eurotruck Simulator noch nicht. Gibt's ja. Das ist wirklich realistisch. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt im Norden ist, dass die Fahrbahn heller ist. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Auf jeden Fall, als wir im Süden gefahren sind, gab es da so oft solche Stellen, wo es mal hell in dunkel überging. Oder von dunkel in hell dann halt. So wie hier jetzt. Fahr mal rechts. Aha! Ja, meine Güte, kann ich sehen, dass da was kommt? Habe ich hinten Augen? Nein, habe ich nicht. Also momentan würde ich zwei Paar zusammenkriegen. Ich nehme jetzt gerade so 19,5 Minuten auf oder 20 Minuten. Also ich werde die Parts dann immer unterteilen in 10 Minuten Parts, falls euch das recht ist. Falls euch das recht ist. Dann werde ich sie vielleicht alle auf einmal hochladen und alle auf privat stellen. Und dann werde ich pro Tag halt eins hochladen oder zwei. Dann habe ich erstmal wieder genug von dem Spiel. Jetzt genau 20 Minuten. Wir sind gleich da. Oh, ist auch schön gemacht hier rechts mit der Glasverkleidung. Mit den Sonnenblumen. Und mit der Mittelleitplanke hier kann ja einer durchbrechen. So wie ich jetzt. So, von der Zeit her sollten wir gut hinkommen. Gut, 2,5 Stunden haben wir ja noch. Ah, ich fahre wie eine gesenktes Auge gerade. FPS macht noch mit. Durchschnittlich 11. Also von den LPs nochmal, falls ihr irgendwelche LP-Wünsche habt, falls ihr noch irgendwelche LPs wisst oder von mir Let's Play haben wollt, ihr könnt's unter das Video hier schreiben, unter jedes Video bei Formspring. Formspring bin ich ja auch. Könnt ihr ja auch eure Wünsche hinschreiben. Formspring oder auch per PN. Sind euch alle. Habt ihr freie Auswahl? PC-Spiel, Emulator-Spiel. Vielleicht auch das eine oder andere Xbox-Spiel. Muss ich mal gucken, wie ich das dann mache mit meinem USB-Grabber, ob ich das dann mit meinem neuen PC so gut verbinden kann. Muss ich dann noch mal schauen, wie ich das dann hinbekomme. So, ich hätte theoretisch auch Musik einfügen können oder ein Webradio laufen lassen, aber da weiß ich jetzt nicht wieder, ob YouTube es wieder dann sperrt. Oder was heißt wieder, ob das dann irgendwann mal gesperrt wird. Wegen Copyright und so. Wegen der GEMA. Die GEMA sperrt ja jetzt in letzter Zeit ganz schön viele Videos wegen urheberrechtlich und das kommt nicht aus Deutschland oder das ist in deinem Land nicht verfügbar. Und irgendwann steht da, dieses Internet ist in deinem Land nicht mehr verfügbar. So, in Rostock sind wir angekommen. Liegen gut in der Zeit, das sollten wir schaffen. Dann machen wir die Karte ein bisschen kleiner. Erste Ausfahrt ist uns. Dann kriegen wir mehr Kohle. Geil. Mal schauen, wie viel Prozent wir bekommen. Im Durchschnitt kriegen wir ja immer so 17% vom ganzen Preis. Dann kriegen wir bestimmt wieder ein bisschen Abzug, weil ich ein Fahrzeug gerammt habe. Habe ich nicht gesehen, also wie ich gesagt, ich habe ja hinten keine Augen. Das wäre ja, Herr Jansen, Sie hätten ja mal in den Rückspiegel gucken können. Oh, jetzt geht die FPS nach unten. Gleich wieder umstellen. Hallo, Rufus. Euro Akris. Der fährt jetzt weiter nach Hamburg oder Kiel hoch. So. There is it. Rostock auch eine schöne Hafenstadt, war ich auch schon. Perfekt. Gibt's ein gutes Steakhouse. Ich esse ja für mein Leben gern Fleisch. Fleisch mit PF geschrieben. Schön viel Steak und so, ne? Schön lecker Steak. Gibt's super lecker Steakhouse. 90. Die Frachtauslieferung wird bald erwartet. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie pünktlich eintreffen.
Oh, jetzt kommt wieder diese schreckliche Musik, die mich total verrückt macht. Setz mich nicht unter Druck. Hetz mich nicht. Muss ich jetzt hier schon links rein? Nein. Oh, jetzt ist sie wieder auf 7 oder 8, weil wir jetzt in der Innenstadt sind. Aber es kann nicht nur daran liegen, dass wir in der Innenstadt sind. Ist hier Tradö? Tradö ist da. Ordnungsgemäß halten wir hier an. Ja, es geht weiter. Uhu. Lass mich durch. Ah, ich muss durch. Eis und Erz. Ihr wollt mich doch. Ja, geil. Ihr versperrt mir jetzt extra den Weg, ihr kleinen Pisser. Fahrt mal weiter. Was soll das? Krass, habe ich eh noch nie erlebt. Ja, fahrt doch. Oh. Macht's einfach immer schwierig, ey. So, da sind wir schon mal. Jetzt haben wir noch 2 Stunden Zeit, um richtig einzuparken. Ei, ei, ei. Ihr habt ja meine Einparkkünste gesehen. Im letzten Part. Muss erst mal gucken, wo das ist überhaupt. Aha. Fahr ich mal geradeaus, du Pisser. So, noch ein bisschen hier raus. So. So, wo sind wir denn? Aha, knapp. Knapp, knapp. Muss so ein bisschen hier hinfahren, glaube ich. So, jetzt könnte es gut hinkommen. Maybe. Ah, ja. Gut. Perfekt. Perfekt. 1A, guck dir das an. Wie Carsten Janka, wenn er zum Tor abschließt. Perfekt. Eiskalt geschafft. Wir waren pünktlich. Die Auftragsbezahlung 6.910 Euro. Gut. Schauen wir erstmal 6.910 Euro. Geldstrafe haben wir minus 190 Euro leider. Ihr Anteil 15,6%. 1.048 Euro haben wir gekriegt. Unser Ruf ist auf 1.620 gestiegen. Stufe 1 Anfänger. 425 Kilometer sind wir gefahren, okay. Pünktliche Lieferung und wir haben einen Erfolg. Sie sind nun seit einem Tag LKW-Fahrer. 3% beschädigte Fracht. Oh, haben wir gleich unser nächster Auftrag. Ihr nächster Auftrag ist der Transport von Erz von diesem Depot zum Stokes-Lager in Nürnberg. Bitte liefern Sie morgen zwischen 9.23 Uhr und 11.38 Uhr an. Viel Erfolg, Fahrer. Danke. Dann nehmen wir gleich mal unsere nächste Ladung entgegen und machen das auf den Weg nach Franken. Na, ins Land der Berge. Da, wo ich letztens war. Ha, mein Gott. So, jetzt muss ich erstmal einen Überblick. Ach du Scheiße, müssen wir den Weg... Wir müssen praktisch nur gerade ausfahren. So kann ich auf der mittleren Spur die ganze Zeit fahren. Auf der A9, 19, 24, 10. Nächste Raststätte. Die nächsten Raststätten, ja. Muss ich wieder zurückfahren eigentlich, nur den Weg. Kann auch ganz hoch machen. So. Also praktisch wieder zurück, wieder rauf und dann immer geradeaus. Also kann ich hier wieder zurückfahren. Zack. Komm, das schaffen wir noch. Ist noch gerade grün.